Ja, drauf an, nicht aufs Aussehen. Diane ist eine ganz nette, liebe Person. Zusammen. Oh, Rundschritt. Eins, zwei, drei. Erste Variation. Ganz einfach. Spannung halten. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben. Das war der erste Test, einfach um zu schauen, ob die Frau wach ist und ob sie überhaupt auf die Führung eingeht. Wenn eine Frau einfach drauf losläuft, ist es nicht gut. Zweite Option. Eins, zwei, drei. Ich führe das ein bisschen weiter, diese Bereitschaft mit mir zu tanzen. Erst für die rechte Hand, dann die linke. 5, 6, 7. Mach's aus der Perspektive. 1, 2, 3. Einmal oben, einmal unten. Ja. Das sieht nicht so spektakulär aus, aber das setzt eine sehr, sehr schöne Verbindung voraus von beiden Partnern. Darauf kommt es erstmal an. Das ist die Voraussetzung nach für viele, viele andere Figuren. 5, 6, 7. Option Nummer 3 ist ein normaler Crossbody. Allerdings möchte ich, dass sich die Waden berühren, Männer. 5, 6, 7. Nächste Option, ein Inside Turn. Linke Hand, Marken V in die Luft. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Haha, sehen wir zu früh. Und ich habe einen Punkt. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. Und 1, 2, nochmal. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Komplizierte Variante, Achtung, wir machen so eine halbe Drehung, Männer, ich mache den Weg frei für die Dame. 1, 2, ich wechsle, ich mache die Bahn frei. 5, 6, 7, 1. Genau, da kann das Styling genauso gemacht werden, ist kompatibel mit allem. 2, 3, 5, 6, 7, 1. Zoomt mal hier hin jetzt, Achtung, zoomt mal auf die linke Hand. Ich mache die Zeitlupe, hier hin zoomen. 5, 6, und jetzt wird der entscheidende Moment. 7. Diese Rotation, das ist das entscheidende Überleben und Tod bei der Figur. Nächste Figur, Outside Turn, ganz einfach. 1, 2, 3. Laufen, laufen und einfach diesen Winkel ein bisschen verändern und die Dame dreht weiter. Nochmal. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Und 1, 2, 3. Den Outside Turn etwas pfiffiger getanzt. Ich habe. 1, 2, 3. Rotiere die Frau zu mir. Und geht, nehmt ein bisschen Abstand von der Dame. 5, 6, 7. Die 5 entfernt sich zuerst, damit die Dame nicht hängen bleibt mit dem Arm. Nochmal. 1, 2, 3. Ich entferne mich und laufe dann der Frau wieder hinterher. Ja? Wenn ihr das nicht macht, wenn ich hier bleibe, 2, 3 kann ich es nicht führen. Aus der Position das zu machen, ist nicht gut. Dann bleibt die Dame sofort hängen. Also das Entscheidende ist hier. 1, 2, 3. Und bei der 5 gehe ich weg und tanze dann der Frau hier hinterher. Und was wir noch erwähnt haben in dem Workshop, waren einfach diese drei Linien. Ich versuche als Mann immer der Dame den Weg frei zu halten. Das heißt, hier bin ich vor der Dame, Weg frei. Hier bin ich vor der Dame, Weg frei. Jetzt kann man das Ganze etwas weiterführen, uns hat die Zeit leider nicht gereicht, und zu dieser Achse, zu diesen zwei Achsen, drei Achsen, die wir haben, drei Achsen hinzufügen im 90-Grad-Winkel. Und dann haben wir so eine Mischung aus Linie und Kubanisch, das ist, was wir eigentlich vertreten. Ich tanze in der Achse, ich wechsle die Achse, komme wieder in die Achse zurück und dann habe ich zum Beispiel sowas. Ja? Da hat man auch viel, viel mehr Spielraum nachher. Ja? Das wäre dann, so wäre dann der Workshop weitergegangen. Vielen, vielen Dank für eure super Aufmerksamkeit.